Ja, was kriegst du, Michi? Ein Schnitzel und ein Schweinebraten. Ja, da muss man den Mund aufmachen. Der bringt richtig viel Stress rein. Ich hoffe, dass das jetzt besser wird. Scheiße. Guck mal. Wo ist denn die? Die Frechheit schlechthin. Guck mal, das ist der Chef. Er sagt, der Laden hat erst seit 8 Wochen auf vor. 8 Wochen, so jung ist er noch. Der Chef ist gelernter Metzger, ist seit 30 Jahren in der Gastronomie. Er muss sich auskennen, ne? Muss sich eigentlich auskennen. Mal gucken, ne? Wenn er 30 Jahre sich behaupten kann. Er hat zwar in den letzten 6 Jahren 3 Läden gehabt, aber nun weiß man noch nicht, ob er die aufgeben musste, weil es nicht gelaufen ist oder weil sie verkauft hat, weil sie so gut gelaufen sind. Ne? Das müssen wir rausfinden. Er macht auf alle Fälle einen ganz selbstbewussten Eindruck. Er hat auch seine ganze Familie um sich jetzt geschart. Also seine Frau, seine Tochter. Von der Tochter, der Freund, ist der Küchenchef im Übrigen, der Michael. Dann ist es auch so, dass der junge Koch, der Küchenchef, der Michael, uns gerufen hat, weil es funktioniert hat überhaupt nicht zwischen dem Chef und ihm. Wenn er mich zusammenstellt, ich reiß mich dann meistens immer zusammen. Er berichtet jetzt gerade, er wird dann einfach zusammengeschissen vom Christian und er kann da einfach nicht und mag nicht was dagegen ansagen. Gell? Und überhaupt generell gibt es auch kein Lob, wenn er mal was gut macht. Also er macht eigentlich im Großen und Ganzen auf gut Deutsch alles schlecht. Also ich glaube, mit 22 ist er noch genau in der Phase einer kulinarischen Pubertät, stimmt es? Jeder Koch fängt halt mal an, das ist ja in Ordnung, er hat sich das ausgesucht, aber man muss ihm ja auch mal eine Chance lassen. Ne? Es muss was passieren, vor allen Dingen, wir müssen uns beide gemeinsam mehr auf den Michi verlassen können, damit wir uns auch mal zurücknehmen können. Es wird wieder ein bisschen traurig. Jetzt haben wir die Heidi hier, die Frau von Christian. Ist völlig verzweifelt nach gerade mal 2 Monaten und jetzt weint sie hier. So, Riesennummer hier. Grüß euch, Herr Chris. Hallo. Servus. Grüß dich. Gut, das ist ja schon eine Größe für sich. Ja, wie viele Sitzplätze habt ihr hier? 200 knapp oder ein bisschen mehr und draußen noch mal gut 100. Dann passt es ja, wenn wir mal für 10, 12 Leute bestellen. Kein Thema. Kommen. Ja, gerne. Wer bringt uns denn zu Tische? Wer begleitet uns? Das macht die Christina. Sehr schön. Wir haben nicht Hunger am Start. Spätzle hätte ich gerne oder Pasta. Gibt es nicht so Nudeln? Ja. Ja. Kann man gar nicht. Sehr reduziert dann diesbezüglich. Ne? Ja. Hier konzentriert man sich auf Fleisch. Aus Metzger, von Metzgerhand geschriebene Karte. Nur Fleischsachen. Es gibt 3 Sättigungsbeilagen, das ist auch gleich aufgefallen, das ist sehr kartoffellastig. Sabrina hat die Salate und ich mache die 2 Vorspeisen, die Currywurst und den Sülze Bratkartoffeln, okay? Schade um die Panade, sag ich. Chicken Wings in die Mitte. Ja, ja sehr schön, mit Liebe, mit Liebe. Das ist doppelte wie die Pizza, ne? Chicken Wings für 9,90 €. Das ist eine absurde Angelegenheit. Darf ich mein englisches Steak anschneiden? Lass uns mal mit der Pizza anfangen, die ist doch schon so lange hier. Ja, genau. Also, genau wie es optisch war. Weiß, ist nicht durchgebacken. Lieblos angerichtet, lieblos zubereitet. Vermutlich schon, dass der Koch keine Ehre am Start hat. Ich merke auch schon, das ist Englisch. Ja, das ist Englisch. Und? Qualität okay? Ja, das ist jetzt nicht das Allerbeste, glaube ich. Es war halt ein Stück Fleisch mit Zwiebeln, die mir nicht geschmeckt haben. Das ist mehr als durch, Schatz. Ja? Das ist komplett durch geworden. Und? Durchgebratenes Filetstück halt. Durchgebraten mit der Champignonsauce dabei und leichten Fondue-Zügen, würde ich sagen. Ne? Es ist einfach schade, wenn man gutes Fleisch hat und das wird einfach mit so einer Soße drapiert und überlastet und überfordert und dann noch Champignons aus der Dose, dritte Wahl, dann hat der Spaß einfach ein Ende. Das ist einfach Schluss mit lustig. Meine Garnelen für 13,90 €, ne? Ja. So. Guck mal. Wo ist denn die? Wo ist denn die? Das ist ja irgendeine... Das will ich auch nicht essen, da kostet ein Stück vielleicht im Einkauf 12 Cent, oder? Diese Garnelen im Kartoffelmantel, das war wirklich die Frechheit schlechthin. Die Soßen sind Fertigprodukte, auch nicht irgendwie was man so... Das ist gar nicht scharf, die erste. Und die in der Mitte ist die schärfste. So, also schauen wir mal. Die in der Mitte ist die schärfste. Wie reicht das schon? Einfach schlecht. Hat mit Kochen nichts zu tun. Dieser Schaschlik, der kommt doch, der ist doch nicht geschmort, der ist doch aus der Fritte, oder? Sehr trocken. Also, ich huste gleich. Der gesamte Schaschlik wurde in der Fritteuse nicht nur warm gemacht, sondern wirklich verbrutzelt und verkohlt. Hier, da läuft das Sapper so raus. Das willst du nicht essen. Das sind zwar große Portionen, aber das willst du nicht essen, weil es nicht gut gemacht ist. Weißt du, das ist doch nicht gesund. Das ist, irgendwie, ist das paniert noch? Ich weiß nicht, ja, das ist paniert. Das ist auch noch paniert, dein Gyros-Schnitzel. Ja.
Weißt du was? Es ist einfach alles nicht lecker. Das war so uninspirierend, was halt rausging. Das war einfach so Friedhofscuisine. Wir sollten jetzt wirklich mal reingehen und fragen, wie sie denn damit zufrieden waren. Wer von beiden ist wie zufrieden damit? Das ist ja die Frage. Meiner Meinung nach war es okay, aber gut, wir werden es überraschen lassen. Ich hoffe, dass auch alles gepasst hat. Ich denke schon, dass die ein bisschen was zum Aussetzen haben. Hallöchen. So, hallo. Grüß dich, hi. Ich mach so, gell? Schau uns an, Michael. Das ist Michael, ich kenne ihn noch nicht, ja? Jetzt kenne ich dich, ja? Wie ist gelaufen? Ja, es war schon etwas stressig für uns. Aber ich denke mal, von den Meerrichten und alles haben wir uns die größte Mühe gegeben. Es war echt wirklich jede Menge Essen, weil 18 verschiedene Gerichte kriegt man nicht jeden Tag. 200 Plätze, wollte ich gerade sagen. Ja. Zur Erklärung, ne? Deswegen haben wir uns mal erlaubt, noch mal ein bisschen mehr zu bestellen, als wir sonst machen. Die Gradzeiten waren beim Schwein komplett überschritten. Es war vorzutrocken, beim Rind war es korrekt, es war gutes Fleisch. Aber die Röste waren auch nicht, da fehlt auch schon, da fehlt so viel Liebe. Klar, Hagelsetzkritik, weißt du, das ist einfach zäh wie Leder. Du weißt, Schwein im Rücken, er ist vorzutrocken. Ja, so ein Minutensteak normalerweise. Ja, und das war halt 8 Minuten, weil irgendwie du hast 4 Minuten aufgepasst, er 5 Minuten. Da ist passiert. Aber Humor jetzt irgendwie beiseite. Die Kompetenz ist in Frage zu stellen. Bei dir, lieber Michael, muss man sagen, als Koch bist du jetzt im Kreuzfeuer. Ne? Im Kreuzfeuer, weil das ist kulinarisch, ist das ein Reinfall. Ehrlich gesagt, ich gebe Ihnen vollkommen recht. Jetzt zum Beispiel die 1, 2, 3 Pfeffersoßen, die Schafsoßen. Wer macht die von euch? Die Soßen. Michael, du hast sie doch gemacht. Ja, also wir haben die Grundsoße eben von der Pfeffersoße. Wie ist die Grundsoße, die Beschaffenheit der Grundsoße? Da hake ich gerade ein. Wie schaut die aus? Ist die viereckig, quadratisch schon? Hat den Plastikdeckel. Hat den Plastikdeckel. Ist sie pulverisiert? Nee, oder? Ja, oder? Ja. Die Soßen hast du jetzt nicht selber angesetzt, sondern die waren tatsächlich 100% aus Pulver? Ja. Also nur was aufreißen und anderen, da ist halt der Hund drin. Das ist der Hund begraben, das ist nicht gut. Es ist nicht alles schlecht, aber es ist überhaupt nicht wirklich richtig gut. Okay. Aber es reicht nicht mehr aus heute. Okay. Es reicht nicht mehr aus. Das habe ich eigentlich nie erwartet, dass das so schlimm wird. Was ich jetzt aber mal für eine Frage habe, wie sieht es denn bei dir jetzt mal rein wirtschaftlich aus? Ich will sagen, die Gäste, haben wir gehört, das nimmt ein bisschen ab. Wie sieht's aus? Das ist im Moment ein Auf und Ab. Hm. Ja. Aber, also, es könnte aber besser sein, auf jeden Fall. Das hört sich für mich nach vorhin an, so ein bisschen rechtzeitig gerufen. Aber die Idee, laut Information, hatte der Michael. Du hast uns gerufen und sagst eigentlich gar nichts. Nö, ich stehe jetzt hier hinter Christian und es passt hier alles und ich habe gar nichts zu sagen. Ich habe euch zwar gerufen, was ist denn dein Problem? Alles prima, ist alles super und eigentlich... Also mein Problem ist es halt, dass man vielleicht von den Speisen schon was ändert. Zwecks auch soßentechnisch. Schon mal vorgeschlagen? Also ich habe mal... ziemlich am Anfang was gesagt, wegen die Soßen, das also mir persönlich schmackhaft. Und das ist dann im Keim erstickt, oder? Weil er robust, weil er kantig ist, oder warum? Ich habe seitdem nichts mehr gehört. Hast du das mal vorgekocht? Bitte? Ob du die Soße mal vorgekocht hast, die du in deinem Köpfchen hast, zum Vergleichen? Nee. Aha. Ich habe einen jungen Herrn in Grau, sehr schmal und mit einem zugenähten Mund gesehen. Wenn du dir vielleicht zu morgen mal wirklich überlegst, was du konkret, auch in Anbetracht der Tatsache, dass hier 300 Gäste Platz haben, die vielleicht auch mal mehr oder weniger gleichzeitig da sind, was kannst du dir vorstellen anhand dieser Gerichte, was kann man da frisch machen, was kann man da besser machen, wie würdest du gerne kochen und was muss dazu passieren? Wir sehen uns morgen, alte Frische. Ja, so denkst du über nachher, nichts für ungut, aber wir kommen euch zu helfen. Bis morgen, ciao. Danke. Ich bin gespannt, was heute alles so passiert. Es kann nur besser werden. Morgen! Hallo! Morgen. Wir machen es so, oder? Sonst wird es ja ewig dauern. Hallo. Guten Morgen. So, wie geht's denn euch? Ihr schaut entspannt aus. Michael, du sagst heute mal als Erster was, würde ich sagen. Ne? Also mir geht's gut. Ich habe die Nacht gut verbracht. Und meine Hausaufgaben habe ich natürlich gemacht. Ja, hab mir natürlich auch Gedanken gemacht, die ganze Nacht über, wenig geschlafen. Vielleicht setzen wir drei uns mal hin, weil mich interessiert, wie oft habt ihr denn in den paar Wochen, wo ihr da wart, die Hütte so voll gehabt? Ja. Na, dann ab in die Kochjacken. Ja, oder? Ab in die Kochjacken. Also, komm, ja. Mal. Was wäre dein Wunsch, den du dir hier vorstellen kannst zu kochen? Mein Wunsch ist es, eben die Soßen selber herstellen. Macht Sinn, finde ich großartig, ist geschmacklich mit Sicherheit auch wegweisend. Aber wie machst du eine Soße? Wie setzt du eine Soße an? Ich höre. Also ich koche mal zuerst mal die Knochen komplett aus, dass ich überhaupt einen Grundansatz habe für eine Soßenbasis. Wer hat dir das beigebracht, dass du Knochen auskochen musst? Also ich habe das so gelernt. Und wofür Knochen? Kocht man Knochen aus? Für eine Soße? Oder für eine Suppe? Also ein ausgelernter Koch, der nicht weiß, wie man eine Jus ansetzt, das ist ein ganz, ganz großer Fauxpas. Du hast Kalbsknochen vom Halswirbel, ja? Das sind die besten, ja? So dass du auch Fleisch drin ist. Dann hackst du die Walnuss groß und dann werden die geröstet, ja? Das ist schon, weißt du, wenn du schön kochen willst, dann musst du schon wissen, wie es geht. Die ganze Idee war völlig falsch. So setzt man eine Brühe an.
Er hat dann einfach offensichtlich zugegeben, dass er nicht Herr der Dinge ist und auch nicht kochen kann. Ich kann halt es einfach nicht umsetzen. Gut, dann hat sich das Sputzel hier eben angeboten, weil es neu zu verpachten wäre. Habt ihr denn Bilanzen von den Vorgängern gehabt? Nein. Nein. Keine Bilanzen? Nein. Habt ihr das echt blind gemacht? Ihr seid, dafür gehört eigentlich, was normalerweise, ja, gehört euch ja schon mal links und rechts eingeschossen. Ja, okay. Das ist naiv, wenn nicht sogar dumm. Also sie haben sich nicht mal die Zahlen zeigen lassen, haben es einfach nackt gepachtet. Gibt es jetzt Geldprobleme? Ja, nein, weil die Hütte kostet ja was. Die Mitarbeiter kosten was, du brauchst ja bei dem, ich weiß ja nicht mal die Pacht. Pacht zahlen wir 2.200 Euro. Strom zahlt ihr was? Strom, das ist ja auch nicht so klein. Haben wir 1.800 Euro gehabt. 1.800 ist jetzt mal ein richtiges, also das ist jetzt mal ein richtiges Wort, ne? Lohnkosten. Uns ausgeblendet haben wir 11.500. Hört mal auf. Ja, aber ihr müsst zahlt euch nichts aus, oder wie? Ja, jetzt in der Phase. Im Moment, im Moment zahlen wir uns selber nichts aus. Das schaut einfach viel schlimmer aus, als wie wir gestern das angenommen haben. Sabrina ist ja nicht nur deine Freundin, sondern auch Küchenhilfe hier, oder? Und wenn du jetzt öfter solche Soßen machst, ne, dann könntest du zum Beispiel Sabrina bitten, röste mir mal Jus-Gemüse an. Pass auf, dass ich das hier hinten auch verstehe, okay? Okay. Ich will das auch mitkriegen. Sabrina, wir rösten hier Jus-Gemüse an. Nehmen wir Karotten, Sellerie. Bitte? Zwiebeln. Die rösten wir zuerst an und danach kommt der Lauch mit rein. Hör bitte? Danach, wenn es alles eine schöne Farbe hat, nehmen wir Tomatenmark und danach löschen wir das Ganze immer wieder mit Rotwein ab und lassen das immer wieder einreduzieren. Kannst du mal rumschreien hier? Schrei mal! Wir sind total laut! Jetzt? Ja, jetzt! Los, schrei! Ah! Ah! Mach mal. Ja, ohne Scheiß jetzt mal, mach mal. Ah! Mehr von innen. Ich glaube es nicht. Niedlich, niedlich, niedlich. Das war aber nicht schreien. Das war total verhalten. Ah. Also ihr kommt ganz schnell natürlich jetzt in Engpässe, ne? Ja. Da sind wir schon angekommen, oder? Kann jetzt ganz schnell passieren, ja. Ja. Bei den Kosten seid ihr keine 6 Monate hier, ne? Richtig. Also das schafft ihr nicht. Ja. Mir war es nicht klar, dass wir so schnell in die Schulden kommen können. Die finanzielle Situation, die ist jetzt mal ganz wichtig, die ist nämlich prekär. Traurig macht mich die Beziehung, die wir zurzeit haben, dass die eben so auf der Kippe steht, dass wir keine Zeit mehr miteinander haben. Er war dann erschrocken, dass das einfach so traurig ist. Wir versuchen es, okay? Du, ich glaube, ich lasse euch mal alleine jetzt. Okay. Nimm du mal deine Frau, Mensch, ins Kind. Sonst nehme ich sie. Ich weine auch gleich. Okay. Also ich gehe zur Frau und Ole und dann schauen wir, dass wir da, dass wir versuchen mal. Danke. Okay? Danke. Dass die Situation im Moment so schwierig ist, damit haben wir nicht gerechnet. Ich habe immer Hoffnung, dass sich alles zum Guten wendet. Deswegen halte ich sie auch so lange durch. So, Freunde, pass mal auf, Mike. Blankes Entsetzen. Ich habe ganz kurz nachgefragt nach den Aufgaben, ob er alles erfüllt hat. Und dann hat er irgendwie Auskunft gegeben, wie er eine Soße kocht. Und das war das pure Grauen. Also nicht mal in der Theorie hat es funktioniert. Dass der Christian im Ausflipp ist, klar. Also jetzt das Gespräch war eher sehr traurig, muss ich sagen. Also die Heidi sehr aufgelöst. Gleich mal nach einigen Minuten am Wein völlig aufgelöst. Von der Kostenstruktur ist es auch so, dass die Mitarbeiter natürlich am meisten verschlingen, kennen wir immer. Mhm. Aber ich frage mich dann, brauchen sie so viel? Sie haben 11.000 Euro Lohnkosten und müssen sie denn 2 Mädels noch extra in der Küche haben und, ne? Also und die Öffnungszeiten, entschuldige, sind auch utopisch, bis Mitternacht Küche. Ja, ich muss euch auch sagen, der Michael, der als Küchenchef in dieser Küche mit seiner Fistelstimme, ich habe mit ihm Schreiübungen gemacht, weißt du, da kam nichts mehr rüber. Der Mann ist viel zu jung und viel zu ungeeignet, der muss eigentlich in die Welt raus. Ja. Ich glaube, ihr müsst an allen Dingen etwas feilen und ich glaube, dass ihr da Hilfe braucht. Ich glaube, dass wir euch da helfen können. Von der fachlichen Seite her, was ich jetzt, wenn ich das so richtig einfach zusammentrage, ihr helft mir einfach, wenn ich den Mist erzähle, du müsstest eigentlich auf Reisen gehen. Und das meine ich positiv. Du musst noch, deine Lehre ist nicht beendet, weißt? Wir sind einfach, also mit 22 war ich in der Schweiz. Ich weiß jetzt nicht gerade, wo du mit 22 warst, aber wir waren im Ausland. Wir haben was gemacht, wir haben was getan.
Das hat wie eine Bombe auf den Tisch eingeschlagen. Wir wollen ja auch den Michael nicht wegrationalisieren. Wir wollen ja einfach nur einen Familienfrieden schaffen. Ne? Ein junger Mensch braucht Erfahrung. Der kann nicht irgendwie jetzt eine Küche leiten. Und er tut sich auch keinen Gefallen dran, eine Küche mit überwiegend Convenience-Produkten zu leiten, weil dann lernt er gar nichts. Ihr müsst mal die Öffnungszeiten reduzieren. Das wissen wir jetzt gleich mal. Da sind wir drei drauf gekommen. Vielleicht sogar die ersten drei Tage vielleicht zusperren. Es geht um Strom. Ihr habt ganz horrende Stromkosten. Es sind zu hohe Lohnkosten da, sind zu hohe Nebenkosten da, sind zu falsche Öffnungszeiten am Start. Ja. Und wir müssen da einhaken, wo es einfach unangenehm wird. Wir wissen nicht, ob ihr genug Leute hierher kriegt, um das durchzuziehen. Und ihr müsst auch die Zahlen in den nächsten Wochen im Blick haben. Ihr müsst wirklich, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn das in 8 Wochen sich jetzt nicht geändert hat, nicht irgendwie eine steigende Tendenz zu spüren ist, dann müssen Sie bitte, bitte die Reißleine ziehen. Wir haben gesagt, dass wir sehr wohl die Kulinarik heute angehen werden. Die Suppe, die du vorgeschlagen hast, finde ich eine super Idee. Eine französische Zwiebelsuppe mit Croutons. Dann gibt es auch einen Gulasch hinterher mit so einem Segedinekraut, alles fein. Quarkspitze dazu. Wir werden dann so einen Chili-Huhn machen mit Gemüsenudeln, damit mal eine andere Beilage außer Kartoffeln hier bei euch endlich mal zum Tragen kommt. Ne? Ja. Und das ist ein kleiner Auszug. Und wir verschwinden in der Küche alle miteinander und geben Gas. Ja? Auf geht's. Okay, alles klar. Los. Schön. Los. Herzlich willkommen im Spurzel. Ich kann nur sagen, guten Appetit und einen wunderschönen Abend. Michael, komm zügig. 4 habe ich draußen, nochmal 5. Ciao. Anmachen. Sehr lecker. Man merkt halt, dass es selbst gemacht ist. Ich würde natürlich wiederkommen, ja, selbstverständlich, ja. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Jetzt fertig, oder? Ja. Hier, Michael, Christian, ja, ihr zwei habt einen guten Job gemacht, muss Jawohl. Ich sagen. Jawohl. Ach, bravo. Beide. Gut auf euch beiden. Ne? Ja. Wir haben 80 Gäste mal kurz innerhalb von einer Stunde geraubt. Absolut. Mit einer guten, frischen Küche, mit einem neuen Geschmack, mit der praktikablen Küche. Ja? Ja. Und jetzt gehen wir kurz raus zu den Gästen. Zu den Gästen, okay. Super, auf geht's, komm, geh mal. Also wir sind hier aufgeschlagen vor 3 Tagen, haben ein nettes Betreiberpaar erlebt. Michael, der Koch, er ist 22 Jahre jung und hat hier die Küche geschmissen. Also wir hatten schon Kritik, das müssen wir ganz offen sagen. Aber heute Abend haben wir gesehen, dass du es wirklich rocken kannst. Großen Applaus. Ja. Also es hat uns allen drei sehr viel Spaß gemacht. Wichtig ist jetzt mir, dass ihr das übernehmt, irgendwie die Energie am Leben haltet und oft zum Essen kommt. Das hat sich gelohnt. Ihr seid gecheckt. Vielen herzlichen Dank. Jawohl. Die letzten 3 Tage für mich waren einfach leider geil. Es hat sich gelohnt, die Kochprofis zu rufen. Ich wünsche mir schon, dass es jetzt endlich mal hier ein bisschen mehr floriert.